Pelle Bufink will beim SC Paderborn 07 richtig Gas geben. Der gebürtige Niederländer ist seit Januar 2023 Teil der Mannschaft. Hat sich echt sofort wohl angefühlt, wie ich angekommen bin. So ist irgendwie so wie ein Wohnzimmer oder so, wenn du auf jeden Fall aufs Trainingsgelände kommst. Alle sind nett zu dir, auch alle Fans, und alle haben Respekt für dich. Und ja, also es ist halt sehr geil, hier zu sein, echt. Der junge Torwart kann in Paderborn optimal trainieren und sich an die Bedingungen in der zweiten Liga gewöhnen. Was ich sehr gerne mag, ist halt, dass man hat, bei diesem Verein hat man alles so, alles ist perfekt geregelt. So. Ich komme jeden Tag mit einem Lächeln auf mein Gesicht zum Training und zu arbeiten. Und so gehe ich auch wieder nach Hause, weil es mir echt sehr viel Spaß macht. Dabei hat Pelle als Junge beim FC Twente Enschede noch daran gezweifelt, ob die Position zwischen den Pfosten überhaupt die richtige für ihn ist. Also ich muss eigentlich so sagen, ich habe immer so in die Jahren bei Twente, so die ersten 4, 5 Jahren, habe ich echt so die ganze Zeit gehofft, vielleicht finde ich mein Talent noch heraus, dass ich auch im Feld spielen kann und so, weil ich damals auch schon gut oder okay am Ball war und so, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also habe ich jedes Mal gehofft, vielleicht darf ich doch noch auf eine andere Position spielen. Ist leider nicht passiert, aber dann irgendwie so mit den Jahren habe ich mir realisiert, okay, ich glaube, ich werde doch Torwart. Und ein ziemlich erfolgreicher gleich dazu. Nach seiner Zeit in Groningen und Jeddelo wechselt der 1,90 Meter Mann nach Oldenburg. Mit dem VfB schafft Pelle den Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga. Ja, und da habe ich mir selber realisiert, okay, guck mal, ich habe hier eine Riesenmöglichkeit. Und ab dem Moment habe ich einfach alles reingehauen, habe ich angefangen, mich so echt alles zu erarbeiten. Einen Ausgleich zum Alltag als Profifußballer findet er im Bowling Center in Paderborn. Na, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall gerne mache, ich mache es nicht so oft, aber ich mache es auf jeden Fall ab und zu, ist, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, hier im Bowling Centrum, wo auch ein paar Billard- und Snooker-Tischen stehen, spiele ich gerne mal eine Runde Snooker auf jeden Fall. Snooker spielt er öfter auch mal zu Hause in Hengelo mit seinem Vater, einem erfolgreichen Volleyballtrainer. Mit seiner Schwester hat der 25-Jährige ein gemeinsames Tattoo. Auf jeden Fall mit meiner Schwester ist die Beziehung richtig, richtig gut. Und die wohnt in Prag mittlerweile. Also die ist schon eine Menge weg, aber wir haben sehr oft Kontakt. Und ich liebe die um alles. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und allgemein, meine Familie, die supporten mir in das, was ich mache, heftig, heftig gut. Und ja, das gibt mir auf jeden Fall sehr viel Kraft. Pelle Bufink fühlt sich wohl in Deutschland. Nur an eine Sache wird sich der Fan der Serie Friends wohl niemals gewöhnen, an die deutschen Synchronstimmen in Filmen. Ja, wir gucken alles auf Originalsprache, also muss nicht unbedingt Englisch sein. Wenn es eine spanische Filme oder Serie ist, gucke ich das auf Spanisch mit dann, wenn möglich, holländisch Untertitel. Oder Englisch, keine Ahnung. Aber ja, ich gucke gerne Serien und gerne Films. Aber dann auf Originalsprache. Ja. Sonst ist Pelle Bufink aber in Deutschland angekommen. Und vor allem auch bei seinem neuen Verein, dem SC Paderborn 07.